Man sieht auch die Innovation, die darin steckt, beim Fahrzeugdesign, bei den Scheibentüren. Spannendes Auto, was hat es auf sich? Wie kommen Sie zu so einem Horlocher? Also hauptsächlich durchs Arbeiten, weil ich habe in den Anfängen von Horlocher, also anfangs 90 Jahre, habe ich immer den Elektro-Teil konzipiert. Und dann habe ich auch mal eine gute Batterie organisiert im 91, wo ich dann auch einen Weltrekord gemacht habe, bei dem 547 km gefahren mit einer Batterieladung. Und so mit diesem Fahrzeug. Und ausser der Batterie ist alles noch gleich wie vor 20 Jahren in diesem Auto. Ich nehme an, Batterie würde heute noch mehr zulassen, oder liegt das falsch? Batterien sind vor allem viel billiger geworden und viel besser. Die Batterie, die ich damals hatte, die war für damalige Verhältnisse das Beste. Die hat etwa 80 Wattstunden pro Kilo gehabt, wenn man das thermisch oder technisch will sagen. Die, die ich jetzt habe, die hat etwa 110 Wattstunden pro Kilo. Das heisst, mit 200 Kilo Batterie kann ich hier etwa 250 Kilometer weit fahren. Und heute gibt es aber bereits Batterien, die fast doppelt so gut sind wie das. Brauchen Sie das Auto noch im Alltag oder ist das nur noch ein Liebhaberei? Nein, das Auto wird jeden Tag gebraucht, also auch im Winter. Dort lege ich einfach ein bisschen dickere Socken an und Händchen und so, weil die Heizung ist relativ schwach drin, aber es hat einen guten Defroster und das reicht eigentlich. Aber das hat jetzt 233'000 Kilometer und ist wahrscheinlich eines von denen mindestens Leichtfahrzeuge, die am meisten Kilometer hat auf der Welt. Besten Dank. Man hört auch die Licht, weiss nicht, dass es nicht einfach ist. Wunderbar.